Dick, gut. Ich habe eine wichtige Mission für Sie. Warum bin ich hier, Sir? Eine Gruppe Plünderer greift die Versorgungslinien an unserer Südgrenze an. Ihre Position finden Sie auf der Karte. Wir glauben, dass Sie ein Höhlennetzwerk südlich von Crater Lake als Basis nutzen. Höhlen? Okay. Ich habe nicht genug Ressourcen für einen direkten Angriff. Also ich soll da reingehen, leise, und Sie erledigen. Das Vorgehen überlasse ich Ihnen, Corporal. Wegtreten. Los, los, los! Beweg deinen Arsch! Glaubst du, du kannst den Freaks davonlaufen? Corporal, nein, verdammt! Deacon, St. John. Los, streng dich an! Schön, dich zu sehen. Ja, hey, Sarge. Sergeant! Moment, ich mach auf. Somit willkommen zurück zu einer weiteren Folge bei Days Gone. Viel Spaß in der heutigen Folge. Nach dem Intro geht's natürlich weiter. Ja Leute, was haben wir heute Neues am Start? Ich habe eben ein kleines Upgrade gemacht. $3,600 investiert für einen größeren Tank. Jetzt müsste mein Tank ziemlich voll sein und bis der leer wird, dauert einige Zeit. Ich hätte lieber neue Reifen drauf gehabt und noch besseren Motor, aber das ging nicht mehr. Ich habe wenig Kohle, muss wieder 3000 sparen und dann klappt das auch. Ja, wenn wir nichts haben, ein bisschen mehr Leistung, wird wahrscheinlich noch lauter sein. Die Karre. Wir befinden uns direkt vor Ort. Ich würde sagen, hier nach dem Stoppschild hier geht es weiter. 600 Meter, das sind da ein paar Sekunden. Scheiß Rabennester hier. Verpisst euch. Ich brauche mehr Leistung, die Karre ist einfach so langsam. Also selbst dann verbraucht die Karre noch ein bisschen mehr Sprit viel. Wo schon Millimeter weg ist. Wo ich den größten Tank im ganzen Spiel habe. Oh, die Szene kommt, oder? Ich höre was. Wir haben 9% Sprit verbraucht für so eine kurze Fahrt. Das ist richtig erbärmlich, Mann. Was haben wir hier? Ja, da oben. Ein Schalldämpfer hier drauf. Ich habe die Plünderer gefunden, die unsere Trupps angreifen. Genau da, wo sie gesagt haben. Corporal St. John. Gut. Brauchen Sie Hilfe? Die sehen ziemlich fertig aus. Ich denke, ich schaffe das schon. Viel Glück, Corporal. Kuri Ende. Ein Hirsch. Manche Dinge ändern sich nie. Wie, manche Dinge ändern sich nie? Warum? Was denn? Ja, letztes Mal war ich doch schon hier. Ich hatte den Typen ausgeschaltet, weil ich hier plötzlich angegriffen wurde. Ich kenne die Ecke doch noch. Ich war hier doch beim letzten Mal. Was geht? Jawohl. Da sehen sie mich fertig aus. 7 Leute nur. Ihr wollt mich doch natzen. Diamond Lake, Stufe 2. Also ihr dachtet, ihr baut hier ein Camp und die Miliz sorgt für Vorräte, hm? Ist das so? So einfach läuft das nicht. Ich war ja schon nicht. 100 Pro. Ich hab was gesehen. Das waren auch nicht viele Kollegen gehabt. Habt ihr richtig schlecht drauf hier, ne? Die sehen ziemlich fertig aus und die sind ziemlich fertig.
Okay, schlafen. Los jetzt runter! Digga, du bist alleine. Du hast keine Chance. Waren das jetzt alle? Okay, ja, das war's. Yes. Schatten des Todes, nee, kannst du knicken, Kollege? Ich hab da keinen Bock drauf, diesen komischen Idioten da. Kann ich nicht mehr zum Kollegen Curry gehen? Infizierte, Winterhaltcamp, das Ende der Welt. Ja. Nero-Lager. Corporal St. John an Diamond Lake, kommen. Corporal. Captain, die Plünderer an unserer Südgrenze, die wurden neutralisiert. Sie sagten unserer. Sir? Sie waren lange Zeit Drifter, St. John. Manchmal dauert es ein bisschen, bis ein neuer Rekrut sich als Teil einer größeren Kraft begreift. Ich wusste nicht, ob Sie das schaffen. Hey, dann bin ich jetzt wohl in der Armee. Ja, das sind Sie. Wegtreten, Corporal. Ja, Sir. St. John, Ende. Tja, so ist das. Aber wie kann ich mir nochmal vertrauen? Bei dem Erlangen. Gute Frage. So, ab dafür nach Nero-Kontrollpunkt. Hoffentlich sind da keine Freaker. Hey, Sergeant. Corporal St. John, ich habe eine dringende Aufgabe für Sie. Das war irgendwie klar, als ich mich melden sollte, Sir. Eine unserer Patrouillen wurde ausgelöscht. Eine andere Patrouille sollte sie suchen. Sie fanden alle bis auf eine Person. Private Gomez. Ja, lebt sie noch? Ich weiß es nicht. Der Ort des Geschehens ist voller Spuren. Ich brauche jemanden mit Ihren Fähigkeiten, um diese Spuren zu untersuchen. Okay, ich tue, was ich kann. Ich wusste, auf Sie ist Verlass, St. John. Wegtreten. Warum streckst du dich nicht an? Warum bist du noch in meinem Hindernisparcours? Warum bist du noch nicht damit fertig? Gefällt er dir so sehr? Willst du ihn nochmal laufen? Nur zu, Prinzessin! Jawohl! Ja, Sergeant! Sergeant! Ja, Freunde, es hat sich ganz spontan anders ergeben. Mich hat plötzlich einer kontaktiert. Der Herr Curry. Und da hat er gesagt, Kollege, ja, lass uns mal bitte andere Mission machen. Ich brauche deine Unterstützung. Genau, dafür kommt er jetzt. 1,5 Kilometer. Ich mache einen Schnitt, ich mache einen Cut. Schnell Vorspulung, bis gleich. Okay, schauen wir uns mal um. Okay, mal sehen. Was ist hier los? Milizbike, Gomez, das muss ihres sein. Okay, Spuren, Frauengröße, könnten ihres sein. Mehr Blut, oh Gott, hoffentlich nicht von ihr. Plünderer. Scheiße.
Komm schon raus! Was ist los? Er ist tot! Er ist tot! Ist er tot? Wieso spawnen die dauerhaft da immer? Ja, was soll denn der Scheiß? Verdammt! Nachladen! Nachladen! Kollege, du wirst keine Chance gegen mich haben. Kollegen. Ah, scheiße, Mann. Los, hinter sie! Lauf! Na los jetzt! Flankiert ihn! Scheiße! Festgesetzt! Er hält voll drauf! Deckung los! Ich weiß, wo du bist. Er fühlt sich da drüben sicher. Nein! Ihn. Wir haben einen verloren! Bist du dummer? Feuer! Wir wollten mal meinen Molotow-Cocktail ausprobieren. Das wird brennen! Ja, verbrenn ihn! Verbrenne, Arschloch! Wirf den Molotow! Fackel ihn ab! Das war's! Das war's! Kollege, ihr habt keine Chance gegen mich. Ihr wollt ernsthaften Krieg? Den könnt ihr gerne kriegen. Du musst da weg, der flankiert dich. Dann komm schon! Okay, verpisst euch nicht. Moment. Wow. Gut, Rückzug! Rückzug! Ich hab Pisser. Der da oben. Oh, Scheiße, wo kommt der denn jetzt her? Was ist das hier ein Camp, Alter? Ich hab die Schnauze sowas von voll. So, mein Freund. Wo bist du? Hey, Drifter! Komm schon raus! Gib auf! Wie, gib auf? Wasser! Das muss doch nicht sein! Nein, wie seid ihr dumm? Na, jetzt leck mich. Das Spiel hat einen Bugfehler gehabt. Plötzlich habe ich alle getötet und plötzlich spawnen die in jeder Ecke. Es wäre so geil gewesen, die alle zu töten. Auf einer Stelle vor allem. Das ist gut. Er war genau hier. Wo ist er hin?
Schifffahrt. Gut. Gomez, bist du hier? Hey, hier drin. St. John, hey. Ich bin hier drin. Na los, Kumpel, hier. St. John, ich bin hier drin. Wo bist du? Moment. Thomas. Schön, dich am Leben zu sehen. St. John, dass mich deine hässliche Visage mal freut. Hey, ist überhaupt noch Blut in deinem knochigen Arsch? Du musst es ja unbedingt alles damit vollschmieren. War nicht alles meins. Okay, kannst du laufen? Dein Bike steht zwar da vorne, sieht aber aus wie ein Haufen Scheiße. Wobei, das war ja schon vorher so. Dich würde ich immer noch locker abhängen. Na klar. Hey, St. John. Danke. Na los, verschwinde von hier. Was für ein Kampf, Diamond League. 85%. Schutz für die Schwarm. Geiles Camp, kann ich das übernehmen? Schade. Schatten des Todes, nein, ich will das nicht machen. Ich warte auf Kuri, seinen Anruf, damit wir für Diamond League ein paar Missionen machen können, die Vertrauensstufe erhöhe und ein bisschen mehr für mein Motorrad aufpatchen kann. Best natürlich 100%. Überall ist hier schönes Loot. Das, was ich brauche, das habt ihr. Okay. Wir haben Wasser, wir haben Essen. Ich wollte mich echt mit locken. Oh, das ist natürlich eine Kanne. Sehr nützlich. Was haben wir hier? Sprit. Jetzt fängt es an zu pissen. Wieder runter, ohne runterzufahren. Danke. Schrott ist voll, Medikits ist nicht so voll, wie ich das so sehe. Irgendwas hatte ich da noch. Ah ja, da. Munition ist voll. Loot gibt es auch nichts mehr. So wie es aussieht. Medikits, da ist doch noch was. Ach, schade, Mann. Was haben wir denn hier? Ah, das ist so ein Ablager für Deacon, wenn der wieder überfallen wird. Okay. Hier ist auch alles voll. Okay, wir können wieder raus zum Bike. Das ist hier der Ausgang. Ja, Freunde, ich würde sagen, danke fürs Einschalten. Ich habe den Sturm noch zu überleben. Bis zur nächsten Days Gone-Folge. Bis zum nächsten Unwetter. Haut rein und ciao.